So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play What Remains of Edith Finch. So, wir sind hier stehen geblieben. Öffnen mal die Türe. Mal schauen, was da drinnen ist. Fast normal. Ja, die Uhren bleiben anscheinend stehen. Die bewegen sich nicht. Wir sind gekommen am helllichten Tag und jetzt ist es stockfinster. Und laut der Uhr ist es 9:30. Ob das stimmt, ist natürlich eine andere Frage. Aber es hielt nicht lange an. Okay. So, was haben wir da? Question, Hypno, Date. Okay. Stundenplan, was ist das da? To teach and to learn. Von Dawn Finch. Ah, unsere Mutter hat anscheinend ein Buch geschrieben. Über das Kreuz will ich jetzt nicht lästern. Da ist auch noch so eins. So, was haben wir da? Von A bis D, E bis H und immer so weiter halt. Okay, einfach nur, dass es irgendwie eingeordnet ist. Kann man nichts machen. Kann man auch nichts machen. Louis Rules, ja, genau. So, da haben wir Edith, Molly, Barbara, Gus, Sven, Odin, Gregory, Calvin und Sam. Okay. Passt. Sonst kann ich hier drinnen nichts machen. Kann ich den Projektor nicht einschalten? Würde mich interessieren, wo der... Achso, da ist die Rollo. Okay, okay. Aber da kann ich auch nichts machen. Okay, dann gehen wir weiter. Aufpassen. Okay, Milton. Jetzt kommen wir zu Milton. Da geht's auch weiter rauf. Okay, Moment. Wir gehen zuerst mal zu Milton, würde ich sagen. Das war der kleine Künstler. Deswegen auch die Krone. Okay. Auf seinen Grabstein. Da können wir reingehen. Okay. Ist da hinten irgendwas? Nein. Dann gehen wir wieder zurück. Und das ist ja auch derjenige von der Familie, der einfach verschwunden ist. Entführt vielleicht. Ich weiß es nicht. Und das war der Künstler, genau. Der hat die Katze zum Beispiel zeichnet. Okay, da haben wir eine Tür. Also, schaut zumindest so aus wie eine Tür. Die Tür hat wieder die Mutter zugeschweißt. Unsere Mutter halt. Die Musik ist urorg. Was haben wir da? Mit viel Fantasie. Fantasie. Ja, vielleicht eine Stadt. Vielleicht Hexen. Ah, ich weiß nicht. Das schaut geil aus. Hat er das auch gemacht? Respekt. Ah, und da sind die Angaben. Gut. Leiwand? Okay. So, da können wir rauf. Muss man sich da... Ah, okay, da muss man sich so draufstellen und dann kann man da interagieren. So, Milton. Man weiß ja nicht, wann er gestorben ist. 1992 mit der Krone auf dem Kopf. Deswegen hat er es auch am Grabstein gehabt. Okay. Sonst haben wir hier nichts, außer sein Grab oder ja, keine Ahnung, sein Grab halt. Na gut, dann tun wir interagieren. Milton Finch in Milton Finch, der Zauberpinsel. Daumenkino. Geil. Daumenkino in Daumenkino. Ah, da malt er gerade das da unten, was wir gesehen haben. Die Tür. Thank you.
soll einfach nur zeigen, dass er halt weg ist. I was 4 when Milton disappeared. Ich war 4, als Milton verschwand. Okay. Naja, vielleicht findet man ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier können wir nichts mehr machen. Dann gehen wir halt wieder runter. Searching for my brother. Then she sealed the doors. Okay. Hier können wir wieder rausgehen. Kann man da auch jetzt durch die Tür gehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das soll einfach nur, das ist einfach nur das Symbol, dass er weg ist. Und man findet ihn nicht mehr. Er ist in seiner eigenen Welt halt, auf gut Deutsch gesagt. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. So, hier geht's auf jeden Fall weiter rauf. Wird mir ein bisschen schwindelig. Ich habe nämlich Höhenangst. War nur Spaß. So. Da hinten. Ich bin echt gespannt, ob wir da nach hinten kommen. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. Aber Louis fühlte sich schuldig. Okay, jetzt kommen wir zu Louis. Der zweite Bruder von ihr. He just spent more and more time in his room until Mom got him a job at the cannery. Okay. So, wir können da und da rauf. Gehen wir mal da kurz rauf. Achso. Naja. Was soll's. Everyone always told me to stay out of Louis's room. Except Louis. Exit. Okay, wir schauen eh gleich rein. Das hätte ich vielleicht da unten auch machen sollen bei Milton, wo man durch den Spion hätte schauen können. Dann hätte man vielleicht ein bisschen mehr erfahren, aber ja, was soll's. Kann ja passieren. So, ja genau, wer baut sowas? Alter, nein, 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 nein. Wir gehen da gleich rein. Und hier drinnen hat unser anderer Bruder gewohnt, der Louis. Okay. Ah! Smelled very, very familiar. That part of him lived on. Dieser Teil von ihm lebte weiter. Sehr vertraut, Marihuana. Ein Drogentyp halt, auf gut Deutsch gesagt. Ja, warum nicht, wenn es ihm taugt? Mir ist eh wurscht. So, hier können wir durch, okay. Wir schauen uns natürlich noch vorher hier um. Ah, ein Zocker, so wie wir alle eigentlich. Also ich hoffe, ihr seid auch Zocker, wenn ihr euch das anschaut. Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Erinnert ein bisschen an die PlayStation oder von den Controller her wie das Super Nintendo. Und was hat sie gesagt? Er war ein schlechter Spieler, ja, so wie ich. Deswegen mache ich jetzt schon so welche Let's Plays, wo ich nicht anvisieren muss, nicht schießen muss und hin und her. So, was haben wir da? Ah, ein Filmliebhaber, okay. Viele CDs, auch VHS noch, bisteppert. Das ist schon uralt. Sein Computer. Rausschauen können wir da leider nicht. So, Louis Finch, locker Contents, okay. Und dann schauen wir uns das mal an. Dawn Finch. Okay, es ist auf jeden Fall von unserer Mutter. Ein Brief. Dear Mrs. Finch, as Louis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Louis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to Sein Geist begann, ja, und weiter. Keine Fische mehr zum Kopf abschneiden hier. Wander.
Ah, das muss ich steuern. I asked him to describe it. Alter, das ist schon schwer. He said he started. Achso, das muss man weg. Imagining a labyrinth. Ich bin nicht multitaskingfähig, Alter. Naja, gut, ich rede auch. Aber trotzdem. Okay, hier ist nichts. Da ist auch nichts. Then something moved. Bats. Fledermäuse. And toads. Und Kröten. Kann ich da irgendwie durch? Ah, da wahrscheinlich, ja. Alter, wie arg ist denn das gemacht, das Spiel? He knew it was all in his head. Okay. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Das ist schon arg gemacht, das Spiel. Mir tun meine Augen schon weh. Alter, was geht denn ab? I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. Kann ich da nicht durch? Nein. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless. Focus. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. Kann ich mit dem Hund was machen? Nein, ich kann gar nichts mit den Typen da oben machen. Der kleinen Spielfigur halt. Aber der Typ ist voll auf seinen Trip. Bist du deppert? Er ist voll auf seinen Trip. Stalkt ihn sicher Uhr. On the edge of a city he named Lewis. Ah, okay. He built the city up slowly, brick by brick. Achso, weg mit dem Fisch. Was ist das gut gemacht? Es ist nur ein bisschen schwierig zu steuern. Achso, entschuldige, jetzt habe ich. Boah. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. Das gut gemacht. Nur gut gemacht. Ich will gar nicht reden. They begged him to stay, but his mind was already wandering. Okay, wir haben es geschafft. Okay, das Schiff. Ah, okay, wenn ich vordrücke, bewegt sich schneller, okay. He'd conquer a city, then immediately push on. Der Typ ist voll auf seinen Trieb. New Louisville. St. Louis. Okay, wir nehmen Städte ein hier. He started drifting away from our reality. Immer mehr aus der Realität, ja, das stimmt.
Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded. Okay, er hat sogar vergessen, nach Hause zu gehen. Und seine Mutter hat mit ihm darüber geredet. Aber es war ihm egal, er war halt nicht mehr wirklich ansprechbar. Überhaupt nicht mehr, eigentlich besser gesagt. In Louisburg, he heard rumors of a... Eine hübsche Königin, einen wunderschönen Prinzen. Na, ich nehme die hübsche Königin. Da können wir uns jetzt da aufsplitten. Handsome Queen. Und jetzt? The Queen was on her own quest for... Die Königin war von einem... Ich nehme mal das da. Finstere Schlangen. Sinister Serpents. Ah, ist das gut gemacht. Respekt an die Entwickler, Respekt. Followed the sound of her. Was? Elektrischen Sitar? Ich nehme mal die Silberharfe. Silver Harp. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. Ich brauch gar nicht kommentieren. He knew the world was all in his imagination. Es wird immer ärger. Die Stimmung wird immer ärger. But he was so proud of having created it. Und jetzt? Sind wir nach Hause gekommen, oder was? He'd become something greater than a king. Someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Es tut sich selber kommentieren, ich brauch gar nichts sagen. Es ist einfach fantastisch gemacht, mehr brauche ich glaube ich gar nicht sagen. Es gefällt mir extremst gut. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Oh, Feierabend. Und ist die Türe Gold? Tatsächlich. Sein Verstand, Alter. Boom, okay. Ja, das ist schon ein Anzeichen, dass man schon zu viel davon genommen hat. Wir gehen weiter. Okay. Ah, das ist unser Spind. Na, hundertprozentig. So. Began to forget the world we know. Begann die Welt, wie er sie kannte, zu vergessen. Die ganzen Fisch da. Bis deppert, aber was für, wie viele? Sag jetzt nicht, das sind wir. Er sieht sich selber. Oh ja, ja. Da steht Finch. Wir sehen uns selber. Die Arbeit ist schon zu Ende, er macht's trotzdem weiter. Er ist schon urkaputt im Kopf. Alter! Nimmt's niemals Drogen, Alter, sonst könnte's genauso enden. Wirklich. Boah, die ganzen Berge von Fleisch hier. In den Kisten ist nichts drin. Naja, mach nur weiter. Ich mag so welche Menschen nicht.
Ich weiß nicht. Es ist echt schon... Boah. Ich hab doch was Besseres mit meinem Geld vor. Statt für Drogen oder irgendwas rauszuhauen. Vielleicht ein geiles Gefühl. Keine Ahnung, ich habe noch nie welche genommen. Außer Alkohol. Aber Alkohol ist auch schon so. Ja, du bist voll auf Party und am nächsten Tag bist eigentlich... schon so gut wie tot. Unglaublich. Aber wurscht. So ist halt das Spiel. Nimmt's das niemals. Also, das ist unser einziger Weg. Richtung Licht. Ist eh klar, wir sterben. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Kniet vor mir. Ich bin euer König. Including the wise Calico that insisted on advising him. Aber gut gemacht, Alter. Unglaublich. Es gefällt mir urgut, das Spiel. Hallo, grüß euch, ich bin euer König. Und ich gehe rauf zu meiner Königin. Habt Acht! His queen waited, holding his crown. Ja, jubelt mir zu. Es blieb nur eins zu tun. Okay. Bend down his head. Seinen Kopf zu neigen. Seine Guillotine oder was? Ja, der Guillotine. Alter, jetzt wird ihm der Kopf abgehaut. So wie der Fisch, so wie er es immer gemacht hat. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, das ist nicht nur Marihuana, das ist noch etwas anderes. Das könnte schon mehr so LSD oder Ecstasy oder irgend sowas sein. Da hast schon die Halluzinationen, die du eigentlich brauchst, um sowas zu sehen. Wie steppert. Naja, mir ist wurscht. Jeden das Seinige. Na gut, dann richten wir dich mal hin. Mach's gut. I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Mein aufrichtiges Beileid, Dr. Emily North. Emily North. My brother was really cool. I wish you could have met him. Ich wünschte, du hättest ihn kennenlernen können. Ja, selber schuld. So, wer fehlt uns noch? Die Dawn und die Edie. Dann haben wir es eigentlich. Schauen wir mal, ob wir die noch finden. Ich habe keine Ahnung, ob die noch kommen. Und da ist der Ausgang. Da gehen wir raus. So, und es geht noch weiter rauf, oder was? Bist du deppert? On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. Okay. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. So, Türe auf. I wish we'd stayed. Ich wünschte, wir wären geblieben. Okay, ich würde mal vorschlagen, wir machen hier Part Ende. But I understand why we left. Aber ich verstehe, warum wir gegangen sind. Okay, aber wir machen jetzt da trotzdem hier Part Ende. Ich drücke mal auf Pause.
Und ja, im nächsten Part geht's halt weiter. Mal schauen, wie lang es noch ist. Könnte nicht mehr allzu lange dauern. Es fehlt eigentlich nur noch die Dawn und die Edi. Ja, schauen wir uns mal an. Auf jeden Fall sehr gut bis jetzt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Überhaupt das mit dem Louis hat mir sehr gut gefallen bis jetzt. Das war bis jetzt das Beste. Das mit dem Gregory hat mir überhaupt nicht gefallen. Der kleine Bub, der ertrunken ist. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.